Hallo, Herr Feenforscher. Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wanda. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta, Sphärenkundler, Temporalanalyst und Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Ja, was denn? Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wanda. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Ach, Nuri. Rettet euch! Uh-oh. Na super. Nuri findet das alles wieder ganz witzig. Ja, wo ist denn der Herr Feenforscher? Abgrund. Verflucht ist das tief. Wie viele Schritte mögen das sein? Nein, ich springe auf keinen Fall. Mensch, Nuri, warum musst du auch alles immer anfassen und kaputt machen? Sie ist verrückt geworden. Sie ist noch verrückter geworden. Nuri? Andrian Vella, Myrin Amatesta, Eliananati! Geroneo Andrian Vella! Was hat sie gesagt? Okay. Ach, da ist er. Ich dachte, der wäre in den Abgrund gestürzt. Ich habe den gar nicht gesehen. Und ja, Nuri ist tatsächlich verrückt geworden. Sind die Sammlerstücke darin wertvoll? Tut mir leid. Ich bringe nämlich Unglück, müsst ihr wissen. Mein Arm ist zu kurz. Die Idee war gut. Gerons Arme waren zu kurz. Können wir mit dem reden, mit dem Giacomo? Also gut, Sphärenkundler und Temporalanalyst. Ich bringe uns besser hier raus. Und dann wirst du mir erzählen, was ich wissen muss. Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Okay, ich glaube, reden ist gerade nicht so gut. Können wir ihm eine Decke geben? Nein. Können wir ihm den Wasserschlauch geben? Nein. Arm der Ritterstatue. Er hat sein Schwert verloren. Jetzt umgreift die Hand nur noch Luft. Der Arm der Feenritterstatue. Diesmal war ich aber nicht schuld. Der Brocken ist viel zu schwer. Okay, boah, Nuri, ey. Sie steht da und hat voll Spaß. Und hier ist alles kaputt. So, was haben wir denn hier? Ach, ein Rucksack. Ich fürchte, ihr müsst ohne den Rucksack weiterreisen.
Wie soll ich da rankommen? Das ist eine berechtigte Frage, vielleicht mit dem Arm der Ritterstatue? Zu kurz. Ach, okay. Gut, vielleicht finden wir nachher noch was anderes. Maßstabhälfte. Die Statue ist auf den Stab gefallen und hat ihn gespalten. Euer Stab ist zerbrochen. Der hustet auch nur. Okay, da können wir nach oben. Teil des Maßstabs. Die Statue ist auf den Stab gefallen und hat ihn Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Ach so, okay. Können wir die irgendwie... Nee, das funktioniert nicht. Was haben diese Steine mit Nuri angestellt? Der Forscher hat recht. Wir sollten uns lieber von diesen Steinen fernhalten. Ich versuche jetzt erstmal hier rauszukommen. Geron! Saliavi Uribel Ametesta! Ja. Ui. Was auch immer du da redest, Nuri, mach einfach weiter. Wir müssen Nuri retten. Ach so, ich dachte, wir können jetzt ohne sie abhauen. Gut, wir müssen also sowas wie eine Brücke bauen, gehe ich von aus, damit sie hier rüber kann. Können wir schon irgendwas kombinieren, irgendwas machen? Arm der Ritterstatue. Funktioniert nicht. Die Zeichnung brauchen wir wahrscheinlich auch gerade nicht. Ja, dann... Aha. Okay, Teil des Maßstabs. Ist das jetzt vollständig? Die Statue ist auf den Stab... Ja... Zu kurz. Zu kurz. Was liegt denn... Ich bleibe hier. Diese Felsen stürzen jeden Augenblick in den Abgrund. Okay, liegt da jetzt immer noch ein Stück? Ach, das können wir jetzt mitnehmen. Okay. Ich dachte, er hätte das automatisch schon eingesteckt. Kaputter Maßstab, den kann Nuri doch reparieren. Nuri? Könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Atial ni mune dunaval. Is mandrai rilli. Is lera mandrai rilli. Ja, Nuri, vielen Dank. Schon besser. Gut, können wir damit den Rucksack holen? Geht nicht. Mir wäre wohler, wenn der Stab einen Widerhaken hätte. Sonst fällt das Lebenswerk des Forschers in den Abgrund. Und ein solches Unglück möchte ich nicht auch noch auf meinem Gewissen haben. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Ha, jetzt funktioniert's aber. Jetzt bin ich gespannt, was da... Unumulila, Geron! Oh Mann, einen Kranken, der die ganze Zeit rumhustet und eine Verrückte. Er ist eine super Gesellschaft. Ich lasse ihn zu. Mit diesen Sachen will ich nichts zu tun haben. Willst du nicht? Willst du dem Feenforscher den zurückgeben? Ja, Ja, ist gut. Wir haben jetzt alle gehört, dass du ganz schwer krank bist. Und das hier bringt nichts. Okay, warum lässt er den Rucksack zu? Das finde ich ja doof. Wie kriegen wir Nuri darüber? Sammelkorb. Sind die Sammlerstücke darin wertvoll? Tut mir leid. Ich bringe nämlich... Okay, ich muss nochmal eben hier Leertaste drücken, um zu gucken, was wir hier noch alles machen können. Ich habe nämlich rausgefunden, das geht viel besser, wenn man die Leertaste drückt, da man dann... Ja, da dann diese Symbole halt bleiben. Und nicht wie, wenn man auf die Lupe drückt, dann sind die ja sofort weg. Und was muss ich eigentlich hier tun? Ah, der Korb, der Korb. Wir haben aber auch nichts zum Reparieren. Wir haben auch nichts zum Zerdeppern. Glaube ich. Geht nicht kaputt. Lieber nicht.
Okay. Nuri? Verdammt. Was? Was hat er denn jetzt? Nuri? Verdammt. Okay, Nuri reagiert also gar nicht. Ja. Hey, Feenforscher, red doch mal mit uns und nimm doch wenigstens mal deinen Rucksack. Wie konnte das passieren? Okay. Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Der hustet einfach nur wie blöde rum. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Können wir irgendwo hier ein Feuer machen? Nee, da kommen wir nicht ran. Ich komme nicht ran. Okay, Wasserschlauch. Hier, nehmt einen Schluck. Okay, das funktioniert also. Oh, schwarzes Geschick, das Feenkunstwerk. Jahrtausende, hinfort in einem Augenblick. Höhle verlassen, Nuri retten. Ja, natürlich erstmal Nuri retten. Wir müssen Nuri retten. Sie ist von uns abgeschnitten. Und scheint unter Schock zu stehen. Wundert mich das? Sie musste ja unbedingt die Feenkristalle anfassen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Ja, wie gut, dass wir den Rucksack schon haben. So, bitteschön. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Jetzt können wir nur hoffen, dass Nuri mit der Zeichnung auch wirklich was anfangen kann. Oder mit der Wegbeschreibung. Denkst du, sie findet die Mühle? Auf Nuri ist Verlass. Gut. Feen sind nämlich häufig etwas unfokussiert. Ja, Nuri natürlich überhaupt nicht. Fliegt davon. Feische Interferenzen. Ich fürchte, hier wird bald wirklich alles einstürzen. Ich werde Nuri nicht allein hier lassen. Natürlich nicht. Ich mache die Wegbeschreibung erneut. Aber du musst sie ihr auf anderem Wege zukommen lassen. Halte durch, Nuri. Alles klar, kein Problem. Wie machst du die denn erneut? Kann ich dir irgendwas geben? Die Decke? Huch. Decke nicht. Das ist die andere Zeichnung. Die auch nicht. Damit? Hä? Geht schon wieder. Ach so, okay. Gut. Ja. Hier hast du noch eine Wegbeschreibung. Ach so, die gibt er mir also einfach so. Wegbeschreibung. Denkst du, sie findet die Mühle? Auf nur gut. Feen sind. Können wir die noch mit irgendwas kombinieren? Nein. Nuri? Verdammt! Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, wie wir ihr den Zettel zukommen lassen können. Er wirft wieder. Ich bleibe hier. Diese Felsen stürzen jeden Augenblick in den Abgrund. Ja, er sollte das hier versuchen, aber das wirft er wahrscheinlich wieder vorbei, oder es geht gar nicht. Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Er fliegt davon. Ja, gut, dann... Also gut, Sphärenkundler und Temporalanalysten und ja, dann... Ja, komm, das hast du schon gesagt. Dann muss er uns noch eine Wegbeschreibung geben. Hier hast du noch eine Wegbeschreibung. Wir können die nicht rüberwerfen. Vor allem, sie ist ja auch irgendwie ganz merkwürdig drauf. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt checkt, wenn da irgendwas ankommt bei ihr. Ja, gute Frage. So, nochmal eben die Leertaste drücken. Wir haben nur noch den Abgrund, den Sammelkorb. Ach klar. Wir können versuchen, da reinzuwerfen. Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Gut, also sie ist jetzt schon mal unterwegs. Komm, Junge. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen.
Der Seher will also Nuri Darinella Wanda in seine Gewalt bringen, bei Satinaf. Geschichte will sich stets wiederholen. Was meint ihr damit? Schon einmal missbrauchte der Seher Feen, um die Harfe zu spielen, bis sie ihre Magie verloren und der Finsternis anheimfielen. Nuri nannte sie traurige Feen. Der Seher hat sie uns auf die Fersen geschickt. Möglich. Möglich. Giacomos Rolle in der Vergangenheit, Nuris Schicksal, Satinaf. Ihr habt damals mit den Helden des Königs gekämpft? Sinde bewahre. Ich wäre ein Ritter von trauriger Gestalt. Als der junge König meine Hilfe erbat, war der Seher längst in Gewahrsam. Aber ich habe das Feentor im Steineichenwald verschlossen. Das habt ihr getan? Auf immer und ewig. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es hätten erneut Feen nach Andergast dringen können, um die Harfe zu spielen. Warum habt ihr Nuri damals beim Feentor nicht getroffen? Es wurde damals gemunkelt, die Helden hätten eine Fee aus den Fängen des Seers befreit. Aber man hat es natürlich nicht für nötig gehalten, sie mir vorzustellen, bevor sie freigelassen wurde. Warum ausgerechnet Nuri? Es gibt doch sicher noch andere Feen. Eine gute Frage. Was weißt du über Nuri und ihre Heimatwelt? Ja, was wissen wir denn? Eigentlich nicht so viel. Über ihre Herkunft hat sich Nuri stets ausgeschwiegen. Vielleicht aus Angst. Vor ihrer Heimat. Oder ihrer Vergangenheit. Die Magie der Feen kann ganze Welten auf den Kopf stellen. Ihr meint, Nuris Welt hat sich verändert, seit sie hier ist? Oder sie kam deswegen erst zu uns. Nuri darf nicht zaubern. Sonst stirbt sie oder verliert ihre Seele. Verstehe. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ich befürchte, dazu müssten wir mehr über die Welt wissen, aus der sie stammt. Wisst ihr, woher Nuri stammt? Ich konnte nie die Welt hinter dem Tor im Steineichenwald erforschen, bevor ich es versiegelte. Aber ich habe eine Vermutung. Nuris Heimat könnte die Feenwelt Neirut-Neva sein. Neirut-Neva? Ein buntes Land, ein Ort der Freude. Das hört sich eigentlich gut an. Warum sie wohl dorthin nicht mehr zurückkehren will? Vielleicht ist ihr da irgendwas passiert in der Vergangenheit. Zauberharfe, Seher, Satinaf. Wisst ihr mehr über die Zauberharfe? Sie kann nur von Feenhand gespielt werden. Ein Mensch, auch der Seher, würde daran zugrunde gehen. Denn sie wurde von Feenhand erbaut. Zu welchem Zweck? Sie muss große Macht besitzen. Macht, die einem Seher nutzt. Leider ist ihr Standort unbekannt. Wir könnten sie sonst genauer untersuchen. Die Magier der Akademie haben sich stets dazu ausgeschwiegen. Ich kann es ihnen nicht einmal verübeln. Aber wieso steht sie in unserer Welt und nicht bei den Feen? Das gilt es herauszufinden. In der Akademie von Andergast muss es alte Aufzeichnungen geben. Habt ihr den Seher gekannt? Nein, aber die Leute haben sich damals viel erzählt über ihn. Gerüchte, du verstehst. Was für Gerüchte? Dass er blind geboren sei, doch von Satinaf berührt oder verflucht. Er sah die Zukunft anderer, doch stets nur Tod, Verderben und Unglück. Nie Gutes und Schönes. Andere sagten, er sei ein Hexer, getrieben davon, seine eigenen Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Der Seher hat auch mir Unheil prophezeit. Will er es wahrmachen? Ich bin mir sicher, er verfolgt andere Ziele. Eigene Ziele. Ich weiß nicht, wie lange ich Nuri noch vor ihm schützen kann. Die Bürde, die du trägst, gehört nicht nur auf deine Schultern, Geron. Was meint ihr? Nach allem, was er deiner Nuri antun will, werde ich alles in meiner Macht tun, dir zu helfen. Ach, das ist ja nett von dir. Satinaf. Satinaf. Der Rabe hat diesen Namen auch erwähnt. Könnt ihr mir mehr von Satinaf erzählen? Du meinst den Steuermann des Zeitenschiffs? Den Unaufhaltsamen? Satinaf war ein mächtiger Halbgott, der an den Urgrund der Welt hinabstieg, um das Schiff der Zeit zu erobern. Doch die Götter straften ihn für seinen Frevel. Für alle Ewigkeit wacht er nun selbst, gekettet an das Steuerrad des Schiffs, über den Fluss der Zeit. Er allein sieht Vergangenheit und Zukunft, doch nicht einmal er kann sie ändern. Nagt deshalb Satinafs Zahn überall? Ja, obgleich er nicht in jeder Welt gleich schnell nagt. Zukunft verändern? Lässt sich die Zukunft wirklich nicht ändern? Zukunft, Vergangenheit, was bedeuten sie schon? Morgen ist schon bald gestern, nicht wahr? Der Seher hat die Zukunft gesehen. Auch meine. Glaub nicht jedem Blinden, was er sieht. Mir schwirrt der Kopf. Fällt Nuri dem Seher in die Hände, ist sie verloren. Er wird sie zwingen, dunkle Feenmacht über Andergast zu entfesseln. Nur mit welchem Ziel? Er ist Seher. Es muss etwas mit der Zukunft zu tun haben.
Nach allem, was er damals schon getan hat, müssen wir das Schlimmste befürchten. Dein Ziehvater sah nur einen Weg, um das alles zu verhindern. Ich kann Nuri nicht töten. Nicht einmal, wenn das die Welt vor dem Untergang rettet. Giron, niemals lasse ich zu, dass Nuri Darinella Wanda auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Dann bringen wir sie zurück in ihre Welt. Ich wollte gerade sagen, so, jetzt habt ihr aber genug gequatscht, aber okay, die beiden Sachen können wir noch eben durchgehen. Nuri will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Feentor in Andergast, andere Feenwelt. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Nuris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neirutneva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinasca Marschen. Aha, Feentor im Sumpf. Wo genau finde ich das Feentor? In Enkvi weilt ein Kollege von mir, Menander Goswin. In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Neirutneva, ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, nimm diese Notizen für deine Reise. Darin findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Enkvi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nuri zu Hause. Warte, warte. Es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern, wie ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Boah, der erzählt und erzählt. So, jetzt fragen wir nochmal nach der anderen Feenwelt. Gibt es nicht noch andere Feentore, die nicht so weit weg sind? Diese Tore führen in andere Welten, in denen Nuri sterben würde. Das können wir nicht riskieren. Wie kann man den Wächter des Tores passieren? Niemand ist je zurückgekehrt, um diese Frage zu beantworten. Kopf hoch. Dein Namensvetter, der heilige Giron, zog einst auch gegen den Basiliskenkönig. Er war der größte Held aller Zeiten und besaß das göttliche Schwert Siebenstreich. In jedem Menschen steckt ein Held. Wollt ihr nicht mit Nuri nach Enkvi gehen und ich forsche in Andergast nach der Harfe? Die Magier waren damals sicher nicht meine Freunde. Aber glaubst du, sie lassen jemanden wie dich in die Akademie? Schon gut, vergesst es. So, seid ihr jetzt fertig? Nun trennen sich unsere Wege, Giron. Schütze Nuris Leben um jeden Preis. Bringe sie zurück in ihre Heimat, wo sie glücklich werden kann. Hab Dank für alles. Wünscht mir viel Glück. Du wirst deinen Weg finden. Wir sehen uns in Andergast. Wo geht er denn jetzt hin? Ach, zur Mühle. Okay, hier ist die Mühle, wo Nuri sein soll und ob sie wirklich da ist. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!